Recht herzlich willkommen zur 137. Folge von Aborion. Ja, letztes Mal haben wir ja das hier weiter ausgebaut. Und als ich dann, glaube schon aus dem Video raus war, da bin ich aus dem Baumodus rausgegangen, alles hier rausgeflogen. Und ich habe gar keinen blassen Schimmer, was das hier alles ist. Für dich verboten läuft in einer Sekunde ab, einer Minute ab. Frag mich nicht, was da rausgeflogen ist. Was das ist, keine Ahnung. Also wir müssen noch weiter an unserem Schiff bauen, das haben wir ja letztes Mal festgestellt. Ich wollte wohl hier noch bauen weiter. Neutraler Editor, achso, haben wir ausgemacht, glaube ich, oder hatte ich ausgemacht zwischendurch, dann hat er sich das gemerkt. Ich habe mal kurz geguckt, wie ich das hier hinkriege, ne? Aber es ist einfach nicht machbar, ne? Das bedeutet, du kannst hier nur mit dem Gerüst, das hat schon gut geklappt, das Gerüst so basteln, dass das erstmal so ganz normal ist, aber dann in der Breite ein bisschen mehr ist. Und dann kriegst du es noch nicht mal hingebaut, sehe ich gerade. Also äußerst schwierig, hier jetzt das Teil hinzusetzen, um dass wir das, was wir vorhaben, hinbauen zu können. Ne? Jetzt geht das dann, wenn der Abstand passend ist. Aber sieht so aus, als ob das Gerüst passend ist. So, und dann wollten wir ja hier, ja, wir können das erstmal so bauen. Nee, oder? Doch, wir bauen das so und dann können wir das Ganze minimieren wieder auf die passende Größe von so. Dann können wir das da wegreißen, können das dann da wahrscheinlich wieder hinbauen. Blöderweise muss ich jetzt gucken, dass wir hier unseren Bild dahin verschieben, wo wir bauen wollen. Und das ist jetzt ein bisschen schwer, ne? Ja, das ist leider. Warte mal, wir können das so machen. Können wir dann F drücken und es zentriert auf diesen Stein. Genau. So, jetzt können wir hier runter scrollen und können hier diesen Stein dann da hinbauen. Können dann dieses entfernen und das entfernen. Jetzt haben wir das Gerüst umgebaut und können jetzt hier vorne dann das bauen, was wir eben vorhaben zu bauen. Ne? So, jetzt müssen wir nur da schauen, dass wir das in die passende Größe kriegen. Erstmal so und dann vielleicht noch so. Und dann sagt er uns da rechts fürs Rollen, ist das plus 0,13. Würde ich jetzt so bauen wollen. Jetzt haben wir das aber in einem Material gebaut, was ich gar nicht bauen wollte, stelle ich gerade fest. Wir haben ja Nanonit genug, das wollen wir in Nanonit bauen, wenn es denn da überhaupt geht, ne? Aber ich meine, der wäre da, genau. So, dann ist das nämlich ein bisschen effektiver. Obwohl, wenn wir gerade so da reingucken, ist es auch nicht so viel, ne? So, das bedeutet, vielleicht sollten wir noch ein bisschen dicker werden, das war die, ne? Machen wir so. Machen wir so. Und dann haben wir den schon mal ganz gut hingekriegt eigentlich, ne? Jetzt ist die nächste Frage, dass wir die Drehrichtung in der Achse ist ja schon top, ne? Jetzt müssten wir eigentlich zusehen, dass wir hier oben was hinkriegen, ne? So in die Zentrale da rein. Dafür müssen wir wieder den hier
irgendeinen Stein auswählen, drücken dann F, dann zentriert er da drauf. Das haben wir. Und jetzt würde ich hier wieder ein Gerüst bauen wollen. Ja, das ist ja wieder äußerst schwierig dann. Ja. Warte mal, wir haben den da unten ausgewählt. Kopieren den, machen ein V daraus. Gut. Wir zaubern das Ding jetzt hoch. Ist schon zu hoch, ne? Ja. Ich glaube, diese Höhe ist... Ne. Täuscht das jetzt so ein bisschen? Machen wir mal so. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder wunderbar, weil wir da nicht die Höhe hinkriegen, die ich eigentlich jetzt wollte. Läuft also. Da wird's wahrscheinlich gehen. Ne, guckt auch drüber, oder? Wenn ich den jetzt dahin mache, guckt er darüber. Also bringt's mir nicht. Es ist auch nicht aneinander gebaut, wie wir gerade sehen. Das ist ja noch besser. Das heißt, das ist alles Kokolores hier geworden. Wo hält denn der dann? Dann hält das irgendwo anders, aber nicht da, wo ich will. Dann kannst du das Ding ja auch gleich weglassen hier zwischen, ne? Ja. Wenn die da auch nicht aneinander gebaut sind, ne? Nicht eingesnappt sind. Wo sind die gesnappt? Der auch nicht. Der auch nicht. Das bedeutet, die hängen nur hier hinten dran. Dann kannst du sie auch wegnehmen. Oder? Dann bringt das alles nichts. Wie ist mit dem Ding hier? Läuft in 58 Sekunden aus. Ach so, weil wir noch in der Pause sind beim Bauen. So, das bedeutet, wir gehen mal runter. Wieder auf die Höhe, wo das ein Würfel ist. Und machen sie breiter. Und dann würden wir sie da anbauen. Und das mag er schon mal nicht, weil ne, der andere ja da im Weg ist. Interessanterweise würde er sich irgendwie so... Naja. Also. Dann können wir das auch alles entfernen hier. Bringt uns also nichts. Der Bau war fehlgeschlagen, würde ich sagen. Gehen wir da aufs Zentrum, dann kommen wir ein bisschen weiter näher. Der auch bitte weg und hier oben vorne hält es ja dann auch wieder zusammen, ne? Jetzt habe ich irgendwo aus Versehen draufgeklickt, was ich gar nicht wollte hier. Spiegelachse bitte wieder aus. So, jetzt hat man den drehenden Stein. Jetzt würde ich hier noch gucken, dass wir... Ja, wie wir das hier mit alles auswählen. Mach da. Und von dem... Das Zentrum sieht er als da an. Okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt so gesehen. Okay, kann täuschen, ne? Da ist das Zentrum. Dann würde ich jetzt hier ein Dingens bauen, einen Steg bauen. Ich mache es auch mit dem jetzt hier. Warte mal, da müssen wir erst wieder ein bisschen tricksen, ne? So. Guck mal, er snappt sogar da ein. Ich glaube, das ist richtig die Mitte, naja. So, und dann wollten wir ja den, ist jetzt auch egal. Den machen wir jetzt da quer rüber. Ist eingesnappt. Dann löschen wir den raus.
Und hier drauf können wir jetzt so ein Gyroskop machen. Den kopieren wir mal gerade. Steuerung C, Steuerung V. Und dann rotieren wir den in eine andere Richtung. Das war jetzt falsch. Ich habe F gedrückt. Das war nicht so dolle. Drücken wir da nochmal F. Dann kommen wir da wieder hin. Ich muss R drücken. Und dann den Stein so umdrehen. Und so hinmachen. Hissgeschwindigkeit wird mehr. Interessant. Ja, der sitzt natürlich jetzt falsch. Entfernen. Wahrscheinlich so. Links-Rechts-Drehung macht er gerade mal plus 0,03. Und ist immer noch zu wenig. Also, zack, raus. Wäre er jetzt so, wäre schon besser, aber nicht gut genug. Das bedeutet, wir machen das mal, nee, mir gefällt das in der Höhe jetzt nicht so. Dann versuchen wir das mal in dieser Richtung. So zu machen. Aber das ist es auch noch nicht, ne? Ist das die Mitte? So. Zeigt immer noch hier gelb an. Kann man den jetzt erhöhen? Nee, ne? Nee, machen weg. Wir haben ihn jetzt erhöht. Wie groß muss der denn sein, dass das aus dem gelben Bereich rausgeht? Das wüsste ich jetzt noch gerne. Lass mal so. Machen mal größer. Wenn wir den da als komplette Platte machen. So, jetzt wäre es gut. Sieht sogar so aus, als ob er relativ mittig ist. Können wir so lassen. Gefällt mir in dem Sinne. So, und jetzt müssen wir noch vor zurück. Also, jetzt müssten wir ihn hier noch drehen. Und zwar in diese Richtung nicht, sondern in die blaue Richtung, ne? Ja, jetzt glaube ich dann in die rote nicht, dann haben wir ihn flach. So wäre das, weil hier, dann könnte es ja nur die grüne jetzt sein, so. So, und wenn ich jetzt da hinten unten irgendwo hingehe. Interessanterweise baut er jetzt das dann da auch so hin, wie ich mir das vorstellen würde. So, aber das ist in der Höhe zu hoch. Würde das aussehen? Ich baue es mal da einfach jetzt hin. Guckt unten raus, guckt oben raus. Oben mehr wie unten. Ist alles annehmbar. So, wir hätten jetzt passende Drehgeschwindigkeit. Mechaniker fehlen uns natürlich noch. Und jetzt ist nur die Frage, wir können erstmal gucken, ob das Ding überhaupt sich bewegt. Ich weiß auch nicht, was da rausgeflogen ist, dass wir das jetzt nicht mehr haben. Er ist träge am Drehen, aber er dreht.
30 Sekunden noch. Ich weiß gar nicht, was es ist. Wahrscheinlich ist das hier vom Abbauen irgendwas oder sowas. Jetzt ist die Frage, wie dieses Schiff heißt. Huh? Ich kann mich noch entsinnen an die, wie heißen sie? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe vor langer Zeit mal ein Video gemacht über ein Spiel, was Drop Down hätte ich jetzt beinahe gesagt, von oben drauf zu gucken. War Hammerhead Class war das, ne? Das ist jetzt die Hammerhead Class. Jetzt haben wir hier die Teile rumschweben und die sind. Was ist denn das? Titanerz, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das noch einsammeln, ne? Ist ja sowieso unseres eigentlich, ne? Da kommt's ja schon. Ist noch mehr Titanerz oder war das schon? Das war das schon, okay. So, jetzt müssen wir aber eigentlich nur gucken, dass wir eine Station erstmal finden würden, ne? Um dann Personal aufzunehmen, oder? Weil das ist ja noch ein Problem jetzt gerade. Wir haben aber keine, ne? Oder auch doch, das ist. Sind nur 16 da, kann das sein? Wir brauchen noch einen Unteroffizier. Haben wir. Wir brauchen Mechaniker. Haben wir auch. Jetzt müssten alle Symbole weg sein. Wir haben noch zwei zusätzliche Besatzungsmitglieder. Alles gut. 14 Besatzungsmitglieder verloren. Wo habe ich denn die verloren? Gute Frage, ne? So, was haben wir noch für Sachen hier? Das war unser Doppelflak-Geschützturm und das ist hier der Abbauer, ne? Die beiden, genau. Und, achso, da können wir gerade noch reingucken, was haben wir denn das Bergbausystem jetzt hier drin und so, aber Batterie-Upgrade. Oh, irgendwas ist hier schief gelaufen. Wir kriegen nicht mehr alles angezeigt, richtig. Da ist noch leer, der Slot. Transporter Software Quantum Hyperraum Upgrade. Fortgeschrittenes Handelssystem. Und der Detektor. Also rein theoretisch würde das jetzt das Interessante sein. Warum das jetzt hier nicht mehr angezeigt wird, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall ein schickes Schiff jetzt. Wo wir vielleicht was mit abbauen können. Wir können das ja mal hier gerade antesten. Nee, eins aus, zwei an, zwei ist an, aber zu weit weg dafür. Und ich glaube, die Geschütztürme müssen wir noch ein bisschen umbauen, die sind zu weit hinten, ne? Da lass uns nochmal B aufsuchen. Und ich glaube, die beiden sind das hier, ne? Genau. Entfernen den nochmal. Da auch. Die andere Kanone war hier drauf, ne? Der Doppelflak-Geschützturm sollten wir vielleicht auch woanders hinsetzen. So, dann hierhin. Doppelreparatur, dann mit Bergbau. Das war der Doppelflak-Geschützturm. Den setzen wir jetzt mal hier vorne hin. Und die anderen beiden. War doch der hier, ne? Ne, der Bergbau, noch nicht Geschützturm. Ist der jetzt weg oder was? Habe ich nur einen abgebaut oder habe ich jetzt was verpeilt? Tesla-Geschützturm. Abwracker. Dann war das wohl. Ach, die beiden waren das, okay. Davon waren das zwei. Ja, dann haben wir jetzt einen dickeren da drauf sitzen, ne? Und wir wollten ja diese beiden haben, oder? Und können wir den wir jetzt gerade in Reserve haben, auch noch nehmen? Bergbaugeschützturm. Mach das mal weg.
Und der geht da noch hin. Ja, geht sogar noch, aber Kanoniere fehlen jetzt da. Oder Bergbautürme, okay. Dann wieder in die Person rein. Und wir haben ja noch zwei Leute. Das reicht dann tatsächlich. So, dann müssen wir auch wieder Crew aufstocken. Also hinten sind wir jetzt geschützt, vorne leider nicht. Da müssen wir noch dran arbeiten dann. Aber wir wollen ja erstmal gerade gucken, wie er hier abbaut, ne? So, da müssen wir natürlich auch noch die Türme dementsprechend zuweisen. So, die Bergbauer haben wir da. Eins aus, die anderen bleiben an. Eins war aus, zwei bleiben an. Eins macht das. Ich glaube, wir haben da gerade ziemlich gute Power jetzt zum Abbauen hingekriegt, ne? Man muss es nur sehen, ne? Ah. Wo ist denn das Teil da? Okay, jetzt ist er weg. Da sind wir zu weit weg. Holen wir gerade den Titan noch ran. Ja, der hat jetzt Power zum Abbauen, würde ich sagen, oder? Schon weg? Ja, schon weg. Okay, das ist besser geworden dann. Na, das ist ein effektiveres Schiff, würde ich sagen, ne? Okay, da ist noch ein Brocken. Und der ist auch weg. Zeigt er uns denn irgendwo einen an, der jetzt nicht von außen so aussieht, dass was drin ist? Mit dem Backbausystem. Wir haben da noch zwei Feinde, ne? Oder auch drei. Der Gegner hat es dann nicht geschafft, die kaputt zu machen. Ich glaube, wir sollten da mal ein bisschen drüber nachdenken, dass wir gerade nicht so gut geschützt sind und auch nicht bewaffnet, ne? Wir fliegen mal da oben hin und gucken uns das da an. Okay, er zeigt uns ja immer schön an, wo was ist. Ist hier was? Auf jeden Fall ist hier was, aber ich suche ja den Ultimativen gerade. Kann das Schiff auch anhalten? Das ist die nächste Frage. Das haben wir noch gar nicht eingesetzt, ne? Da hapert es noch ein bisschen dran. Ich glaube, da müssen wir noch mit der Bremse arbeiten. Okay, der da wird angezeigt. Und der hat was drin. Dann nehmen wir den nochmal gerade. Ist aber der hintere, ne? Das sind zwei. Oder? Ja. Da ist ordentlich drin. Und Titan, ne? Dauert ein bisschen länger, aber gleich ist er leer. 15.339 und nur noch 3. Und jetzt ist er ganz alle. Gut, dann haben wir das auch hingekriegt. Die drei sind uns bestimmt nicht freundlich gesonnen.
nähern sich uns auch, glaube ich, oder? Nein, nicht wirklich, die stehen da. Okay, dann machen wir hier erst, denke ich, eine Pause. Müssen gucken, dass wir unser Schiff da noch ein bisschen schützen und vielleicht auch noch das ein oder andere Kanönchen da drauf kriegen, dass wir uns auch verteidigen können. Das machen wir dann aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wann die nächste Folge hochkommt. Und Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Schreibt sie rein, damit ich sie auch beantworten kann, damit vielleicht was besser wird, damit ihr mir sagen könnt, was schlecht, was gut ist. Macht das. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.